Willkommen zurück zu Anno 1800. Im letzten Video haben wir ja uns noch eine Insel geschnappt. Und in diesem Video möchte ich gerne die Insel ein bisschen weiter ausbauen. Und für unsere Arbeiter endlich Bier herstellen. Leider können wir hier auf dieser Insel kein Weizen anbauen, deswegen müssen wir das mit dieser Insel machen. Dann werden wir einfach den Hopfen von einer anderen Insel rüberschiffen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber um den herzustellen, brauchen wir noch mehr Arbeiter. Und davon haben wir jetzt gerade überhaupt nicht genug. Also würde ich sagen, wir bauen jetzt die Häuser hier noch aus. Da haben wir schon kein Holz mehr. Dann würde ich sagen, wir bauen erstmal noch mehr Holzfällerhütten. Weil wir werden jetzt hier auch relativ viel Holz brauchen. So, ja. Machen wir das so. Ja, kriegen sie Steinwege. Und dort hinten machen wir nur, glaube ich, noch einen zweiten auch hin. Dann haben wir hier da zwei und hier zwei. Ja, das Lagerhaus müssen wir ja auch noch aufbauen. Machen wir das so. Gucken, ob das. Nee. 10, ne? Ja. Dann spulen wir jetzt ein bisschen vor, damit wir die Holzbretter dafür haben. Und können wir es nämlich auch aufbauen. In diesem Part würde ich auch gerne unsere Königin wiederfinden. Gesunkene Schätze. Die Expedition zu Ende machen. Gucken, ob wir das schaffen. Ein bisschen runter jetzt. Mal wieder welche aufbauen. So, dann würde ich auch sagen, wir planen hier schon mal ein bisschen weiter. So, machen wir das. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Oh. Hier, die hier wird aber ganz schön dreist, ne? Beryl O'Mara, die scheint ganz schön hier für die Insel zu besiedeln. Und die könnte später eine ganz schöne Gegnerin werden hier. Das ist eine coole Stadt, ey. Naja, fangen wir erstmal weiter an, bevor uns hier die Zeit wegrennt. So, dann machen wir hier jetzt erstmal. Ja, ist ja auch blöd, wenn wir jetzt da die ganzen Steine verbrauchen. Oder wir stellen hier auch Steine her. Ist ja auch eine Idee. Dann wäre es nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier schon Pflasterstraßen bauen. Ja, das machen wir auch. Aber so. Das hochmachen können wir nicht, ne? Nee. Da fehlt uns da noch zu viel. Hier fehlen uns Arbeiter. Und warum? Warum fehlen uns hier Arbeiter? Ach klar. Wegen der Ziegelsteinherstellung, ne? Das kostet hier Arbeiter. Sondern auch kriegen die jetzt hier auch Pflasterwege. So, dann machen wir hier auch noch welche hin. Dass da jetzt so zwei Lücken sind, das ist schon ein bisschen blöd, ne? So, dann machen wir hier noch. So. Die Kornkammern sind voll. Dann machen wir auch noch hoch. Ach, da sind ja auch noch welche. So. Dann können wir nämlich ein paar entwickeln lassen, damit wir die Arbeiter da oben haben. Für die Ziegelsteine.
Uns fehlt ja das Bier. Das werden wir dann, sobald wir die Sachen dafür haben, auch noch bauen. Ja gut, ich glaube, das kostet auch Stein, oder? Ziegelsteine. Ah, wir können wieder ein paar aufsteigen lassen. Damit wir hier wieder ins Plus kommen. Was ist denn hier mit unserer Königin? Ja. Gesunkene Schätze-Expedition. Das ist doch, ne? Da, wo die Königin verschwunden ist. Es ist kein Zufall, dass die Rosenspur im Kielwasser ihrer Majestät in diesem hübschen kontinentalen Städtchen endet. Was kann sie dazu veranlasst haben, eine Meeresenge, Meerenge, Klatschmund, bedeckte Felder und märchenhafte Flusstäler zu überqueren? Sie ist nicht wegen der guten Luft hergekommen. Dies ist das Herz des Landes ihrer Familie, mütterlicherseits, und sie ist aus einem ganz bestimmten Grund hier. Sie ist eine Königin, irgendwo muss eine Spur von ihr zu finden sein. Ein anständiger Aussehender Einheimische fragen, ob er einen flüchtigen Königin gesehen hat. Ja, als ob der da einfach sagen würde, klar. Na. Zusätzlicher Wusch. Ja, Glück. Wir probieren es mal aus. Es bedarf keiner großen Überzeugungsarbeit, bevor sie ihnen sagen, was sie wissen. Wo sie doch so viel Verständnis für die Unbill des bäuerlichen Lebens aufzubringen scheinen. Ausländische Königinnen auf der Durchreise erwarten wie selbstverständlich euer Stillschweigen. Aber bei einer Missernte seid ihr es, die auf den Feldern für eure Herren sterbt. Daran erkennen sie sich wieder und erklären, dass die Königin den Ort für unter ihrer Würde hielt und in einer Burg in der Nähe Zuflucht gesucht hat. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, welchen ihrer Verwandten sich hier besucht. Wir müssen Familienvermutung anstellen. Schlussfolgerung, wen die Königin besucht. Vermutung, würde ich mal sagen. Ne? Ihre Vertrautheit mit den teutonischen Dynastien macht sich bezahlt. Daheim wird das Geflüster über die Freier der Königin immer lauter und ihr Cousin Ernest scheint zu den Favoriten zu gehören. Sie besuchen den unverblümten Prinzgemahl in einer efeu umrankten Burg und nachdem sie ihm einen Brief von Sir Archibald überreicht haben, nickt er und führt sie durch Räume mit vergoldeten Kandelabern unter den niedrigen Kreuzrippengewölbe und Leinwandporträts an den Wänden. Wenngleich durchaus freundlich, scheint der Prinz ein wenig nervös zu sein. Den Grund für seine Nervosität zu erraten versuchen, ihm sagen, dass sie der Königin nur helfen wollen. Nun gut, willigt der Prinz ein, nachdem sie ihre überzeugende Ansprache gehalten haben. Meine werte Cousine hat mich um Hilfe bei der Erstellung unseres gemeinsamen Ahnentafel gebeten, um die Rechtmäßigkeit gewisser Ansprüche zu belegen, die sie durch ihre verwandtschaftlichen Verbindung mit La Corona hat. Er entfernt eine Karte des Kontinents von seinem ordentlichen Schreibtisch. Ihre diplomatische Immunität könnte sich in den nächsten Tagen noch als wichtig erweisen. Was sie vorhat, könnte sie in Gefahr bringen. Er seufzt. In Monegu findet ein Maskenball statt. Dort werden sie sie finden. Dann wollen wir sie mal finden. Zusätzliche Aktionen. Gespeichert. So, können wir das vielleicht ein bisschen ausbauen? Obwohl, so viel Ziegelsteine haben wir hier auch nicht, ne? Aber wir können ein paar Häuschen aufsteigen lassen. Jetzt ist das ein Plus. Das ist gut. Hopfenplantage. Die brauchen wir.
Soll ich das so lassen oder? Nee, ja, ich lasse das so. Machen wir so 5 Stück. So. Passt. Zwar sind da noch 2 übrig. Aber das ist ja in Ordnung. Wir kümmern uns hier um alles. Wow. So. Und das noch. Kriegen sie auch noch ein Lagerhaus, damit das auch alles schön abgeholt wird. So. Und jetzt machen wir mit dem Schiffen, tun wir das jetzt rüber transportieren. Stimmt, die haben wir ja noch gar nicht, müssen wir ja erstmal bauen. 2 Stück. Ich stürme und dränge zu neuen Ufern. Genau, hier brauchen wir dann Weizen. Den stellen wir ja hier hinten schon für unser Brot her. Das können wir auch ausbauen, ne? Und gleich 2-mal. Vielleicht ist es dann alles etwas schneller. Oh, Getreide haben wir sogar relativ viel da. Aber wir brauchen wahrscheinlich dann noch mehr, wenn wir das für das Bier ja auch noch brauchen. Ich glaube, 2 Stück könnten hier noch hinpassen. Von den Feldern her. Das mal ausprobieren. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. So. Das wird aber eng. Eigentlich wollte ich ja hier den Weg rüber machen, aber ich will irgendwie lieber, dass hier ein volles Feld ist. 5 Felder noch. 5 Stück. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, das erste Schiff ist schon fertig. Oh. Noch gepasst. Sieht zwar ein bisschen komisch aus. So. Dann brauchen wir davon welche. Vielleicht drehen hier. Ah, so. Da 3 Stück reichen. Das wird langsam eng hier, ne? Also. Vielleicht hätte ich das eine oder andere ein bisschen nach hinten bauen sollen. Aber das kann man ja nachher nachhinein noch verschieben. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und das hätte ich vielleicht auch weiter da hinten hinbauen sollen. Naja. Aber wie hier haben wir zum Beispiel ja auch noch Platz für noch mehr Häuser und so. Dann werden wir wahrscheinlich wieso noch mehr Zeugs brauchen. Mal gucken. Guck mal, das hier ist ja geschlossen. Was ist das? Wecken Sie mich, wenn's weitergeht. Ja. Fehlt denn hier irgendwie was? Nee. Ach, sie sind viel zu gut. Nochmal drüber schauen. Oh, hier. Gesunkene Schätze, stimmt. Da war ja vorhin was. Sie folgen Prinz Ernests Rat und fahren mit dem Zug die glitzernde Koete Turquise entlang bis zu einem großen Bahnhof. In Mondinen Fürstentum. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Die Straße des seit 6 Jahrhunderten von der Familie Piedmont regierten Fürstentums sind voller Licht und Farbe. Denn heute ist die große Eröffnung seines allerersten Casinos. Das Verkleidungsthema lautet Tiere und sie sehen eigenartige pelzige und gefiederte Kostüme an. Jeder Ecke. Sehr praktisch für eine Königin, die inkognito reist. Prinz Ernst hat
ihnen zwar seine Einladung für das Casino mitgegeben, doch dafür benötigen sie noch ein Kostüm. Sich für ein schickes Kostüm in Unkosten stürzen, selbst ein Kostüm anfertigen, ganz ungeniert ohne Kostüm auftauchen. Selbst ein Kostüm anfertigen. Mit viel Cleverness und Einfallsreichtum beschaffen sie sich alles Nötige, um sich das Aussehen eines Fuchses zu geben. Sie zwirbeln an ihren Schnurrhaaren aus Zwirn, als sie die Marmortreppe emporeilen. Stehlen sich an den Pförtnern des Casinos vorbei und drinnen angelangt, überlegen sie, wie sie es anstellen sollen, die Königin zu finden. Sich unter die gehobenen Kreise mischen, an den Spieltischen nach ihr suchen. Gehobene Kreise mischen. Ihre Kenntnisse in Bezug auf den Hochadel lassen sie nicht im Stich. In einem Kreis der vornehmst gekleideten Gäste erspähen sie einen wunderschönen paillettenbesetzten Elefanten, der ein Glas mit einem widerlichen Gemisch aus Rotwein und Malt-Whisky hält. Dem Lieblingsgetränk der Königin. Ihre Blicke treffen sich und ihre Augen werden immer größer. Sie lässt ihre Glas fallen und Raunen durchläuft den Saal, als sie zum Ausgang eilt, bis sie sich in den Weg nach draußen gebahnt haben. Ist ihre Kutsche bereits unterwegs. Sie winken einen Droschke heran und steigen ein. Okay, zusätzliche Rationen bereitstellen und fortsetzen. So, die Schiffe müssten jetzt beide fertig sein, oder? Ne, das eine ist noch nicht fertig und wir haben nicht genug Arbeiter. Da müssen wir wohl hier nochmal ein paar aufsteigen lassen. So. Dann machen wir noch eben ein paar Bauernhäuser. Genau, das ist ja schon. Mache ich das jetzt? Muss ja eigentlich reichen, ne? Ich habe relativ viele gebaut. Mal gucken, ob das gleich reicht. So. Wie sieht es hier aus? Wir müssen jetzt schon ein bisschen was gesammelt haben, oder? 29. So. Dann machen wir jetzt eine Handelsroute. War das das hier? Ja, das war das. Dann von hier aus einladen. Hier 50, genau. Einladen 50. So, und dann hier ausladen. Genau. Annehmen. Ach, Schiff haben wir ja vergessen, ne? Das fehlt ja noch. Hier einmal das hier. Und das hier. So, zwei Stück, die wir extra gebaut hatten dafür. Aber, die sollen sich schon ein bisschen verteilen. Bringt ja nichts, wenn sie dann nebeneinander fahren. Ja. War jetzt eben ein bisschen, bis das Schiff ganz unten ist. Nee. Ach komm schon! Ja, du hast doch auch schon genug Inseln. Die Waffenruhe wurde beendet. So, ich glaube, das können wir jetzt anschalten. Ich glaube, dieses andere Schiff ist jetzt unten gewesen, ja. Und das immer schön abwechselnd dann die Sachen rüberbringt. So, wie sieht es hier aus? Davon müssten wir jetzt einiges haben, ne? Damit wir unser Bier haben. Ach da ist es. Malz. Dann fehlt uns jetzt nur noch hier die Brauerei. Ich denke mal, so drei Stück können wir davon ruhig machen. Wie machen wir das denn jetzt? Was weiß ich, werde da hinten noch ein Lagerhaus bauen hier. Einfach so dahin. Da machen wir eben einfach einen Weg hin. So.
So. Nee, Bier. Die Brauerei brauchen wir ja. So, müssen wir mal drehen. Gucken, wie das hier so hinpasst. So. Oh, falsch. So. Drei Stück. Dann würde ich sagen, die drei, die tun wir da auch hin. Dass wir das so ein bisschen alles verschieben, damit wir dann noch ein bisschen Platz da hinten haben. Ach, schade, das passt dann hier hin. Dann müssen wir es so hin machen. Oh, da auch. Das ist ja blöd. Machen wir es so. Ja, das ist natürlich jetzt über. Nee. Manche Menschen fischen, andere. War es gleich ganz hoch? Ja. Hier ist wieder unsere gesunkene Schätze. Die Königin wiederfinden. So, die Königin ist in eilig aus dem Casino geflohen und ihre Droschke ist weit zurückgefallen. Ihre Fahrer glaubt, sie folge der Küste, vielleicht zu einem Schiff. Sie können entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff eilen, das im Hafen von warten müsste, falls der Kapitän ihre Befehle befolgt hat. Die Verfolgung fortsetzen, zu ihrem Schiff eilen, würde ich sagen. Das Schiff wartet tatsächlich im Hafen. Schnell wecken sie den Captain und die Mannschaft und lichten den Anker. Kurz darauf liegt das glitzernde. Ich muss das echt mal googeln. Hinter ihnen und in der nächsten Bucht sichten sie ein beeindruckendes Schiff in der Ferne. Wie ist es ihr gelungen, den Hafen so schnell zu verlassen? Sie können entweder die Verfolgung ihrer Majestät fortsetzen oder ihr mit ihrer Signallampe an Friedensbotschaften übermitteln. Verfolgung fortsetzen. Man, die hört ja so oder so nicht. Eure Fähigkeiten als Steuermann sind äußerst beeindruckend, ruft ihnen die Königin zu, als sie mit ihrem Schiff längsseits ihres Flaggschiffs gehen. Wir treffen uns am Kap Trelawney. Sie nehmen ihren Kurs auf Trelawney, den südlichsten Punkt in den alten Welt, wo der heldenhafte Admiral Nadaski vor weniger als 15 Jahren einen großen Seesieg über La Corona errungen hat. Die Ehrenrunde erwartet sie dort und sie werden von der Königin herzlich an Bord empfangen. Sie können sie nun endlich fragen, warum sie davon gelaufen ist. Oh, Gott sei Dank. Wir haben sie gefunden. Wir sind nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Kap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaun-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaun-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten, Crown Falls, mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ernennen euch zum Gouverneur dieses Eilands, dem Kap von Trelawney. Sehr schön. Das sieht echt geil aus mit den Bergen, im Hintergrund. Vorerst vielleicht noch ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Okay. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Maus ist riesig, ey. Hammer. Oh, guck mal, hier ist auch noch gleich eine riesige Insel. Das ist cool.
Da haben wir aber echt viel Platz zum Bauen. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal eben, was wir hier jetzt ihr Bier haben. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Hier, ja, das haben sie. Müssen sie jetzt die Zufriedenheit auf jeden Fall gestiegen sein, ne? Rum, ich glaube, das kann man auch nur in der neuen Welt herstellen, ne? Das können wir hier gar nicht nachgucken, aber ich meine, das kann man nur in der neuen Welt. Also, muss jetzt zu meiner Insel. Ich hoffe, sie werden mich auch weiterhin ihre Gebräuche lehren. Ja. Ach, da ist es ja. Genau, Zuckerrohrplantage. Kann man leider nämlich nur hier anbauen. Also, die Menschen lassen sie hochleben. Hier fehlen uns auch Arbeiter. Sie halten sich nicht zurück. Okay, ich würde sagen, wir beenden den Part. Und im nächsten Part fangen wir hier drauf an zu bauen. Und hier werden wir auch die nächste Stufe erreichen, denke ich mal. Weil mir das... Hier können wir es natürlich auch irgendwann noch erreichen, ne? So ist das ja nicht. Aber ich würde gerne die nächste Stufe nach Handwerker... Gern hier. Cap Trelawney würde ich das gerne hier erreichen. Dann bauen wir eine richtig geile, große Insel voll. Das nehmen wir schon mal an. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Jo, die Zeitung, das haben wir jetzt letztens mal nicht gemacht. Ich habe sie für den Fotografen gehalten. Oh, mehr kann man nicht auswählen, okay. Das hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Und das hier veröffentlichen. Wenn sie darauf bestehen kann, möchte ich dem nicht. Kann ich jetzt gar nicht einsammeln, ne? Okay, das machen wir im nächsten Part. Es trägt ihre Handschrift. Ich fühle das Chi, die Last der Scham. Achtung, Admiral anwesend. So. Wir sehen uns im nächsten Part. Das Puzzle setzt sich zusammen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie haben an Einfluss gewonnen.